Herr Gökçe, 3 Punkte im Abstiegskampf wären wichtig gewesen. Kann man trotzdem heute mit dem Unentschieden zufrieden sein? Die 3 Punkte wären sehr wichtig gewesen. Wir haben auch gut gespielt und das 1-1 ist mir einfach zu wenig mit der Spielweise, die wir gespielt haben. Wir haben uns zu wenig Torchancen herausgespielt und also im Gesamten mit dem Endergebnis bin ich definitiv nicht zufrieden. Sie haben heute eine Spitzenmannschaft empfangen. Gibt es einen guten Grund, heute so hohe Erwartungen zu haben? Ja, wir haben gut gespielt. Vor allem erste Halbzeit haben wir extrem dominiert. Die erste Halbzeit konnten wir nicht in die zweite Halbzeit mitnehmen. Und wie gesagt, wir haben uns zu wenig Torchancen herausgespielt. Dadurch geht das Ergebnis auch mit dem 1-1 in Ordnung. Ein Fehler gemacht, Tor kassiert, ja, und zu wenig nach vorne investiert. Damit müssen wir jetzt leben. Nächste Woche kommt der nächste Kracher mit Mutschelbach. Ich hoffe, wir bringen so eine Leistung wieder und mit 1-2 Torchancen mehr, denke ich, dass dann da mehr drin ist. Was können Sie zu den Veränderungen in der Winterpause sagen? Ihren Neuzugang haben Sie ja nicht bringen können. Ich denke, wir haben einen guten Wechsel gehabt mit Alex Javo, Maurice, Benji Frey. Haben wir gute Verstärkungen dazu bekommen. Leider durfte der Benji verletzungsbedingt und der Alex noch gesperrt nicht auflaufen. Und ich denke, dass sie uns auch während der Runde noch weiterbringen werden. Die Rückrunde steht im Zeichen des Abstiegskampfes. Wie werden Sie versuchen, diese Aufgabe zu meistern? Wie ist die Stimmung? Stimmung ist sehr gut. Wir arbeiten auch sehr gut. Leider haben wir einige angeschlagene Spieler oder jetzt auch Gesperrte. Auch noch heute Lars Kuhn, der gelb-rot vom Platz musste, wird nächste Woche auch nicht auflaufen. Damit haben wir ein bisschen zu kämpfen, aber ansonsten haben die Jungs gut mitgezogen während der Vorbereitung, sind heiß auf die Rückrunde und ja, ich bin sehr optimistisch, dass wir auch die Punkte holen werden. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Kracher gegen Mutschelbach. Sie werden sicherlich 3 Punkte haben wollen und brauchen. Wie werden Sie versuchen, diese Aufgabe zu lösen? Wir werden die Sache genauso wie heute angehen. Mutschelbach will Meister werden. Für uns wäre ein Punkt auch ein Gewinn vor dem Spiel. Und werden 100%, denke ich, bei der Sache sein. Wenn wir die 3 Punkte nehmen, werden wir einen riesen Schritt für den Klassenerhalt tun. Wenn nicht, haben wir ja noch die gesamte Rückrunde vor uns. Genug Spiele. Wir werden unsere Punkte schon holen. Herr Gökçe, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön.